Vom Post-it-liebenden Vamp bis hin zum katzenhaften Witzbold mit ernsthafter Snacksucht. Diese Stars haben ihre eigenen Filme mit ihrer Art zum Scheitern gebracht. I Love Trouble, Nichts als Ärger ist eine romantische Komödie aus dem Jahr 1994, die von dem damals verheirateten Duo Charles Shire und Nancy Meyers geschrieben wurde. Shire führte auch Regie und Meyers fungierte als Produzentin. In den Hauptrollen spielen Julia Roberts als junge Reporterin und Nick Nolte als altgedienter Journalist, die sich zusammenschließen, um eine Verschwörung aufzudecken, bei der es um genetisch veränderte Milch geht. Die beiden streiten sich ständig, entwickeln aber eine beeindruckende Partnerschaft. Leider war der Film sowohl an den Kinokassen als auch bei den Kritikern ein Flop. Wie sich herausstellte, war die streitlustige Natur der beiden Hauptfiguren offenbar ziemlich echt. In einem Interview mit der New York Times machte Roberts Nolte für ein schwieriges Arbeitsklima am Set verantwortlich. Sie behauptete, dass er in einem Moment liebenswert und im nächsten abstoßend sein konnte und fügte hinzu: Er scheint alles zu tun, um die Leute zu vergraulen. Das Problem wurde so schlimm, dass die Los Angeles Times berichtete, dass die beiden sich oft weigerten, zusammen zu spielen, was die Crew dazu veranlasste, Ersatzdarsteller einzusetzen, was wohl auch zu ihrer mangelnden Chemie beigetragen haben mag. Vor ein paar Jahrzehnten war Wesley Snipes einer der größten Actionstars der Welt. Doch dann erlebte er einen spektakulären Absturz, zu dem auch ein Gefängnisaufenthalt wegen Steuerhinterziehung gehörte, obwohl es ihm in den letzten Jahren wieder besser ging. Einer der Vorläufer seines Niedergangs war der Film Blade Trinity aus dem Jahr 2004. Im dritten Teil der Marvel-Vampir-Serie spielten auch Ryan Reynolds, Jessica Biel und Patton Oswalt mit. In einem Interview mit The AV Club aus dem Jahr 2012 verriet Oswalt, dass die gesamte Produktion problematisch und dass ein Großteil davon auf Snipes zurückzuführen war. Wie Oswalt es ausdrückte: Er wollte nicht aus seinem Wohnwagen kommen und rauchte den ganzen Tag Gras. Oswalt verriet auch, dass Snipes einen heftigen Streit mit Regisseur David S. Goyer hatte, woraufhin Goyer Biker als Sicherheitsleute anheuerte. Die Fehde war so schlimm, dass der Schauspieler nur noch mit Post-it-Zetteln mit dem Regisseur kommunizierte, was natürlich nicht die beste Art ist, einen Film zu drehen. And each one he would sign Blade. In den 80er und frühen 90er Jahren war Dan Aykroyd einer der größten Namen in der Comedy-Szene. Nachdem er in kultigen Hits wie The Blues Brothers und Ghostbusters mitgespielt hatte, konnte er sich 1991 einen Vertrag für den bizarren Komödien-Horrorstreifen Vulcanvania – Die wunderbare Welt des Wahnsinns sichern. Es war auch das einzige Mal, dass er bei einem Spielfilm Regie führte. Obwohl der Film mit vielen beeindruckenden Schauspielern wie John Candy, Demi Moore und Chevy Chase besetzt ist, konnte er mit einem Einspielergebnis von knapp über 8 Millionen Dollar an den heimischen Kinokassen keinen großen Eindruck hinterlassen. In einem Artikel für das New York Magazine aus dem Jahr 1993 erklärte Chase, dass der Film die Art von Projekt war, die die Karriere von jemandem beenden konnte, wobei er auch darauf hinwies, dass es ausschließlich Aykroyds Konzept war. Er hat nicht nur das Drehbuch geschrieben und Regie geführt, sondern auch zwei verschiedene Rollen gespielt. Während Chase die Schuld für das Scheitern des Films auf die Schultern seines Freundes schob, wurden auch Fragen zu seinen eigenen Eskapaden am Set aufgeworfen. 2010 spielte Mickey Rourke in Passion Play neben Megan Fox, Bill Murray und Reese Evans. Rourke spielte die Hauptrolle eines vom Glück verfolgten Jazzmusikers, der sich in eine exotische Tänzerin verliebt und versucht, sie vor einem gewalttätigen Gangster zu retten, nachdem sie entführt wurde. Trotz der talentierten Besetzung erhielt der Film vernichtende Kritiken und spielte an den weltweiten Kinokassen bei einem Budget von 15 Millionen Dollar nur 25.000 Dollar ein. Rourke äußerte sich ursprünglich recht lobend über eine seiner Hauptdarstellerinnen und sagte gegenüber E! Online, dass Fox in dem Film wundervoll sei, obwohl er diese Meinung später offenbar zurücknahm. Als er 2011 mit Vulture sprach, bezeichnete er den Film als schrecklich und schien dann anzudeuten, dass Fox ein Teil des Grundes dafür gewesen sein könnte. Als er darauf angesprochen wurde, dass er sie zuvor als großartige Schauspielerin bezeichnet hatte, schmunzelte er nur und antwortete: Mit der ich zusammengearbeitet habe. Das ist offensichtlich nicht die beste Art, seinen Co-Star in ein gutes Licht zu rücken. Listen, little lady. What can I do for you? In dem Film Annapolis aus dem Jahr 2006 wird ein junger Mann namens Jake, gespielt von James Franco, an der US Naval Academy aufgenommen. Mit akademischen Schwierigkeiten und der Frustration der anderen Rekruten gewinnt er schließlich ihre Loyalität und Unterstützung zurück, indem er in einem Boxturnier eindrucksvoll gegen den zweiten Lieutenant Matthew Cole, gespielt von Tyrese Gibson, antritt. Der Film hat allerdings nicht gerade viele Kritiker überzeugt. Roger Ebert zum Beispiel erklärte: Es ist die Art von Film, die keinen sichtbaren Grund für ihre Existenz hat, außer dass alle bezahlt wurden. An den weltweiten Kinokassen spielte er insgesamt weniger als 18 Millionen Dollar ein.
Wenn man Gibson Glauben schenken darf, liegt ein Großteil des Misserfolgs in Francos Händen. In zahlreichen Interviews seit der Veröffentlichung des Films hat er behauptet, dass Francos Method Acting Probleme am Set verursachte und sogar zu hitzigen Auseinandersetzungen führte, insbesondere als Franco seinen Co-Star tatsächlich schlug. Gibson drückte es in einem Playboy-Interview 2007 ziemlich unmissverständlich aus. Ich möchte nie wieder mit Franco arbeiten und ich bin sicher, dass es ihm genauso geht. Es fühlte sich sehr persönlich an. Für viele Beobachter muss Fegefeuer der Eitelkeiten von 1990 wie ein Volltreffer ausgesehen haben. Regisseur Brian De Palma hatte gerade eine Reihe von Hits gelandet und der Film basierte auf einem Bestseller-Roman von Tom Wolfe. Außerdem spielten große Namen wie Tom Hanks, Bruce Willis und Morgan Freeman die Hauptrollen. Doch der Film erwies sich als nicht ganz so erfolgreich, denn er spielte nur 15 Millionen Dollar seines 47 Millionen Dollar Budgets ein. Abgesehen von den enttäuschenden Einspielergebnissen wurde Fegefeuer auch für 5 Golden Raspberry Awards nominiert, darunter Melanie Griffith und Kim Cattrall als schlechteste Schauspielerin bzw. schlechteste Nebendarstellerin. Als er Jahre später über den Film sprach, gab Hanks zu, dass der Grund für den Misserfolg zum Teil darin lag, dass jeder in dem Film, auch er selbst, eine Fehlbesetzung war. Er machte auch deutlich, dass die Umsetzung des Buches auf die Leinwand einfach zu schwierig war. Mike Myers ist vielleicht nicht mehr der Comedy-Superstar, der er in den späten 90er und frühen 2000er Jahren war. Aber zumindest hat er nicht mehr den Ruf eines Idioten. Zumindest könnte einer seiner Co-Stars dies jedoch bestreiten. Myers hatte in einer Reihe von Hits wie Wayne's World, Austin Powers und Shrek mitgespielt, bevor er 2003 die Rolle der Titelkatze in der Verfilmung von Dr. Seuss Ein Kater macht Theater übernahm. In dem Film spielte auch Amy Hill die Rolle der ursprünglichen Babysitterin der Kinder. Look, I'm a cat that can talk. That should be enough for you people. In einem Interview mit The AV Club aus dem Jahr 2016 behauptete Hill, dass Myers eine große Diva sei, der die Schauspieler und die Crew lange warten lasse, bevor er am Set auftauche. Sie sagte auch, dass die Darsteller mehr Takes als nötig machen mussten, da Myers dem Regisseur Beau Welch ständig sagte, dass er Teile des Drehbuchs neu drehen wolle. Hill ging sogar so weit, Folgendes zu verraten. Es gab einen Typen, der seine Schokolade in einer kleinen Tupperdose aufbewahrte. Immer wenn er Schokolade brauchte, kam er angerannt und gab ihm eine Schokolade. So sind Dieben eben, denke ich. Oder Menschen, die eine Therapie brauchen. Val Kilmer hatte schon immer einen etwas zwiespältigen Ruf. Schon in jungen Jahren wurde ihm nachgesagt, er sei eine Art Diva und Perfektionist. Es dürfte also nicht allzu überraschend sein, dass er im Laufe der Jahre mit einer Reihe von Regisseuren und Schauspielerkollegen aneinander geraten ist. Am berüchtigsten war sein Verhalten vielleicht während der notorisch problematischen Produktion von DNA, die Insel des Dr. Moreau aus dem Jahr 1996. Der Dokumentarfilm Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau hat einige dieser Probleme aufgegriffen. Kilmer und sein Co-Star Marlon Brando gerieten Berichten zufolge mehrmals fast aneinander und die Dreharbeiten verzögerten sich, als die beiden sich weigerten, miteinander zu arbeiten. An einem Punkt soll Brando zu Kilmer Folgendes gesagt haben: Dein Problem ist, dass du die Höhe deines Gehaltschecks mit der Höhe deines Talents verwechselst. Und nicht nur Brando hatte ein Problem mit Kilmer, auch Regisseur John Frankenheimer erklärte gegenüber Entertainment Weekly, er wolle nie wieder mit dem Schauspieler arbeiten oder zusammenarbeiten. Liebe mit Risiko, Gigli aus dem Jahr 2003 mit Ben Affleck und Jennifer Lopez in den Hauptrollen ist eine Mischung aus Kriminaldrama und romantischer Komödie, die von vielen Leuten kritisiert und belächelt wurde. Der Film erzählt die Geschichte zweier Verbrecher, die in eine verpfuschte Entführung verwickelt sind, wobei die Protagonisten am Ende eine romantische Beziehung eingehen und gemeinsam fliehen. Der Film, der oft als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten angesehen wird, war auch ein riesiger Misserfolg an den Kinokassen, da er bei einem Budget von 75 Millionen Dollar nur 7 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielte. Affleck and Lopez are so taken with each other, they don't need an audience. Good thing, because they're not gonna get one, not with this stinker. Affleck äußerte sich inzwischen dazu, dass er glaubt, dass sowohl er als auch Lopez einen Teil der Schuld an der schlechten Leistung von Gigli tragen. In einem Interview mit Entertainment Weekly aus dem Jahr 2022 verriet er, dass seine reale Beziehung zu seinem Co-Star zu viel Aufsehen um das Projekt erregte. Dies führte auch dazu, dass das Studio beschloss, romantische Szenen in den Film einzubauen, die ursprünglich gar nicht vorgesehen waren, um die Aufmerksamkeit der Presse auf die beiden Schauspieler zu lenken. Das bedeutet natürlich, dass die Dinge anders gelaufen wären, wenn Lopez nicht an der Produktion beteiligt gewesen wäre. Was die Sache noch schlimmer macht, ist, dass Lopez die Rolle erst bekommen hatte, nachdem Halle Berry abgesprungen war. Variety berichtet, dass ihr Engagement bei X-Men 2 mit dem geplanten Drehplan von Gigli kollidierte.
Unter der Regie von Guy Ritchie entstand 2017 King Arthur, Legend of the Sword, ein epischer mittelalterlicher Actionfilm mit Fantasy-Elementen, der von der Artus-Legende inspiriert ist. Der Film sollte der Start eines neuen Blockbuster-Franchises werden, doch stattdessen verlor Warner Brothers Berichten zufolge rund 150 Millionen Dollar mit einem weltweiten Einspielergebnis von 148 Millionen Dollar bei einem Budget von 175 Millionen Dollar. Selbst talentierte Schauspieler wie Charlie Hunnam und Jude Law konnten wenig zur Rettung des Films beitragen, der überwiegend gemischte bis negative Kritiken erhielt. Während es eine ganze Reihe von Gründen gibt, warum Legend of the Sword die Erwartungen nicht erfüllen konnte, glaubt Hunnam, dass es einen wesentlichen Grund gibt, der eine große Rolle spielte. Während eines Radiointerviews mit Andy Cohen im Jahr 2020 verriet er, dass ein Schauspieler falsch besetzt war und aus dem finalen Cut herausgenommen werden musste. Dies führte dazu, dass der zentrale Handlungsstrang durcheinandergebracht wurde und die Figur schließlich ganz aus dem Film verschwand. Hunnam verriet nicht, worum es sich bei den herausgeschnittenen Szenen handelte oder wer dieser bestimmte Schauspieler überhaupt war, sodass diese Legende ein kleines Mysterium bleibt. Really missed an opportunity to tell a long-form story. In dem Kriminaldrama Billionaire Boys Club von 2018 kommt eine Gruppe junger Männer in den 1960er Jahren durch ein Schneeballsystem in Los Angeles schnell zu Reichtum. Doch schon bald stehen sie im Mittelpunkt einer Kontroverse und werden in den Mord an einem von Kevin Spacey gespielten Charakter verwickelt. Zum Cast des Films gehörten auch Taron Egerton, Ansel Elgort und Emma Roberts. Die Produktion des Films wurde Ende 2016 abgeschlossen, kurz bevor der Schauspieler Anthony Rapp Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs gegen Spacey erhob. In den darauffolgenden Monaten folgten weitere Anschuldigungen von anderen Personen und die Polizei in Großbritannien und den Vereinigten Staaten begann, gegen den Schauspieler zu ermitteln. Die Kontroverse um Spacey führte dazu, dass Billionaire Boys Club nur sehr begrenzt in die Kinos kam, da er in den USA nur in 10 Kinos lief. In einem Interview mit The Sunday Telegraph sagte Taron Egerton, dass der Film in mehrfacher Hinsicht eine Enttäuschung war, da er auch zugab, dass die Geschichte für die Kinobesucher vielleicht nicht sehr ansprechend war. Allerdings gab er auch Spacey direkt die Schuld daran, wie er anmerkte. Es ist traurig, dass sein beruflicher Niedergang einen solchen Schatten auf unseren Film geworfen hat. Daraus lässt sich unschwer ableiten, dass Egerton der Meinung ist, dass Spaceys Verhalten zumindest teilweise für die schlechte Leistung des Films verantwortlich war. Falls ihr oder jemand, den ihr kennt, von sexuellen Übergriffen betroffen ist, könnt ihr das Hilfetelefon unter 08000 116 016 anrufen. Weitere Informationen, Hilfsangebote und Unterstützung findet ihr auch auf der Website der Organisation.